Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online. Am heutigen Tag zusammen mit Zombie und Mortado. Jo. Hallo. So Leute, nach der chaotischen letzten Folge werden wir es jetzt... jemand klingelt bei ja, der... Lass ja, lass mich rein. Ja, habe ich doch jetzt gemacht. Ich habe eh gedrückt. Was wollen wir machen? Wollen wir Wertgegenstände zurückführen? Wollen wir eine Gang auslöschen? Oder wollen wir Güter zerstören? Ich bin entweder für Gangterminierung oder Wertgegenstände. Ja, ich würde sagen, wir helfen da jemandem. Wir machen was Gutes. Geld. Indem wir Bandenmitglieder ausschalten. Okay. Ich hab gedacht, Wertgegenstände zurückgeben. Ach so, okay. Nee, Maudado, du bist ein anständiger Typ. Beschaffe die gestohlenen Wertgegenstände des Klienten wieder. Ach, ja, warte, komm, ich komm her, hier rüber. Komm hier rüber, Junge. Ja, hi, Maudado. Ja. Franklin ruft an, ja. Dr. Dank. Ja, ja. Oh. Alter. Jo. Ja, mach ich. Hallo, guten Tag, Sir. Ja, genau. Begib dich zu Tequila-La. Oh. Tequila-La. Hallo? Ja? Hast du Arcane geguckt? Nein. Ein Fehler. Guck das. Okay. Ja, ich habe sehr viel Positives da. Aber ich habe jetzt erstmal am 19. gucke ich Herr der Ringe, weil Herr der Ringe wird 20 Jahre alt und einmal im Jahr gucke ich immer Herr der Ringe. Ja, Frodo. Ja. Du kannst ja zu Weihnachten Arcane gucken. Okay. Ja, aber dann habe ich noch The Witcher. Biker, ja, spuck in deinem Safe. Finde einen Weg rein und finde den Safe. Es ist geil, Paluten. Okay, ich empfehle, hab noch nie eine Serie irgendjemand empfohlen. Okay, wir müssen drinnen einen Safe-Code finden und einen Safe knacken. Ah, ja. Die Motorräder go, 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 Gang. Ja, können wir danach. Okay, okay. Gang. Ich bin da, Zombie. Oh ja, ich zünde, zieh meine AK. Seid ihr nett? Ich weiß nicht, ob ihr nett seid. Jetzt nicht mehr. Oh, ah, nee, das ist Maudado. Ja, das bin ich. Okay, ja, sehr gut gemacht, Zombie. Safety Stuff. Oh, hier unten ist Ulf. Ja, ich helf dir. Ich helf dir, Maudado. Ah, oh Gott. Oh. Ja, wir sind alle reingehört. Verluten, geht's dir gut? Noch? Ja, mir geht's gut. Ich liege nur bewusstlos auf dem Boden. Ich komm wieder rein. Ich bin da einfach so in die Mitte der Bar runter. Ja, ich dachte Maudado ja, hätte alles geklärt. Ich hab nicht gedacht. Ich hab, ja, okay, und dann. Da bin ich wieder. Ist nichts passiert. Oh Gott, da ist noch mehr? Ja, ja, hier war eine Frau. Ah ja, die ist hier durch den Hintereingang. Wir müssen immer noch einen Safe finden. Ach so, ja. Der Safe ist bestimmt hier. Hier ist eine Treppe nach unten bei mir. Ah ja, okay. Komm. Hier in der Ecke. Krasse. Ja, sehr gut. Ja, guck mal, hier haben die haben doch bestimmt alles im Keller. Oh ja. Oh, Vorsicht! Mein Gott, oh Gott! Geh durch! Paluten hat dich kalt gemacht. Oh! Leute, ich weiß, das sieht jetzt vielleicht nicht gut. Ja, mehr Anteil für uns, Paluten. Mehr Anteil für uns. Ja, sehr gut. Endlich hat er wieder was geerbt, Junge. Ja. So, hier. Ah, ich glaube, nee. Kennt ihr die Safe-Kombination? Hier ist der. Ah, hier ist zumindest der Safe. Ah, den habt ihr gefunden, okay. Ja, genau. Also vielleicht ist es irgendwo oben. Ja, ja, bestimmt. Teilt euch auf. Wenn wir nicht schnell genug sind, kommt die Polizei. Nein. Warum? Sind doch Biker. Ja. True. Vielleicht ist da die Safe-Kombination auf einem kleinen Zettel. Sammel da steht die... Ja, ich hab sie. Ja, ah, oh, da vorne? Ja, guckst du an, okay. Der kleine Post-it. Ah, ja. Sehr gut. Ich hab ihn. Sehr gut. Da ist das Geld. Menschen, oh, oh. Die Menschen. Willkommen. Wie kommen die in den Keller? Die, oh. Wir haben doch, Hallo, wir haben die alle. Benutze die Zahlenkombination. Ja, los, natürlich. Wir covern nicht. Ja, covert nicht. Ich öffne den Safe. Sehr gut, Zombie. Eine Actionfigur. Oh ja. Und ein Weihnachtspaket. Oh ja. Ja. Aber wir nehmen die Halskette natürlich. Ich habe die Halskette. Okay, ich nehme. Ach, das ist das Einzige? Ist Maudado draufgegangen? Ja, nee, ich hab grad im Spiegel eine Bewegung gesehen, aber das war ein Spiegel und das war ich. Oh Gott, oh Alter, was hatte sie denn? Ja, das war ein echter Mensch, kein Spiegelbild. Aber das ist nee, das glaube ich auch. Okay, jetzt können wir mit den Motorrädern flüchten. Mit den Motorrädern. Runter hier! Okay. Egal, ob da unser Helikopter steht, auf die Motorräder. Weil wir sind eine Motorradgang. Aua, aua. Da ist der. Oh, oh, okay. Ich hab zwei runtergeschossen. Ja, sehr gut. Vollgaspalle. Ja, yeah, kein Problem. Oh, da kam die Polizei. Vorsicht, Zombie. Ja, aber die sucht nicht uns. Ach so. Wir sind nett. Müssen wir hier? Ja, einfach gerade durch. Ah, ja, okay. Oh, hier war ich mal. Oh, es war ein Monster-Stunt. Cool. Oh ja. Sieht man irgendwas, wenn man alle Monster-Stunts geschafft hat? Ja, Farben für die Autos. Geil. Cool, das lohnt sich. Hast du alle Zombie? Nee. Ah ja, sehr gut. Hier. Hätte ich gewusst, dass ich GTA 5 für 10 Jahre spiele, hätte ich vielleicht mal gemacht. Aber jetzt ist auch schon zu spät. Junge. GTA ist einfach... Ja, irgendwie können wir nicht rein, weil da ein Auto draufsteht. So. Hast du die Hals? Ja. Oh. Ich gehe rein. Ja, sehr gut. Alter, wir sind so krass. Sagt jetzt jemand Danke? Oder ist aber vorbei? Nee, es war einfach nur bestellt. Bei mir steht auch nur bestanden. Aber mir ist Franklin. Was? Siehst du das jetzt einfach nicht? Nee, ich sehe das jetzt nicht. Das war super von dir.
Und dann ist vorbei. Okay, er hat einfach einen Satz gesagt. Nur. Okay, danke Franklin. Danke, dass du so supportest. So, Maudado hat jetzt noch... Oh, Maudado, ja, 10 Minuten. Ah ja, da geht noch eine Mission rein. Ja, da geht noch eine Mission. Ja, ey. Das schön, dass die Mission war, Biker töten oder was von Bikern klauen. Oh, ja. Beim Clown hat man auch die Biker getötet. Vielleicht. Es war einfach eine Win-Win-Situation. Das ist, alle haben gewonnen. Die Biker. Die Biker. So, dann, wir machen, Fahrzeugrückführung. Ja, beschaffe das gestohlene Fahrzeug. Ja, kann ich nicht annehmen, den Auftrag. Warum nicht? Hast du schon Führerschein? Ja. Das verunsicherte Ja. Du musst eine Weile warten, bevor du einen weiteren Security... What? Ja, du darfst nicht so viel Spaß auf einmal haben. Ja, erstmal nochmal eine Pizza ausliefern, dann darfst du wieder. Hä? Junge, was ist das denn für ein System? Kannst du was anderes annehmen? Nee, die sagen mir bei den Sachen immer, du musst eine Weile warten, bevor wir dir wieder 40.000 geben können. Franklin, oh nein, Alter. Dein Heli sieht ungesund aus. Franklin, hör auf mich zu verarschen, Alter. Also, Junge, dafür habe ich 3 Millionen gezahlt oder 2 Millionen? Dafür, dass ich nicht die Mission hintereinander machen darf? Ich verstehe auch nicht, warum man Immobilien kaufen muss. Ich kaufe mir ein Auto. Scheiß drauf. Ganz ehrlich, wenn das Spiel mir keinen Zucker gibt, dann muss ich mir den Zucker selbst beschaffen. Pegassi Ignus. Oh ja. Pegassi ist, glaube ich, Lambo. Oh ja. Oh ja. So, den Ignus habe ich mir jetzt hier wunderbar gekauft. Jetzt natürlich die Frage, ob vielleicht dadurch getriggert wurde, dass ich eine neue Mission machen kann. Bitte. Ich lock mich ein. Ich hack mich rein. Du musst eine Weile warten. Okay. Danke, GTA. Finde ich wirklich sehr nett von dir. Ja, ich würde gerne aufstehen und raus. Raus zu meinen super bestesten Freunden. Zombie und Maudado. Ja, was machen wir jetzt? Oh, der Heli ist gut, Zombie, oder? Ja, der ist super. Wir haben Heli. Ein paar Minuten. Okay, ich komm runter zum Heli. Perfekt. Ich bin so Agentur zu Fuß verlassen. So, nee, ich bin, ja, hier sehe ich euch. Ja, steig ein, Palle. Oder du hast den Heli extra für uns gesichert. Ich habe den Heli hier geparkt. Ah. Als ich gegangen bin, war noch heile, aber den hat jemand abgefackelt. Aua. Sag mal, was sollte das denn jetzt? Hi, Tommy. Ja. Bitte einmal im Kreis fahren, bis mein Auto da ist. Ihr werdet verfolgt, Leute. Auf euch werden geschossen. Ja, warum? Hier kriegt uns halt nie im Leben. Hier hieß so ein Typ. Fahrt! Oh, Alter, was für ein... Oh, oh. Hier kommt er halt nicht durch. Ja. Hier kommt er halt nicht durch, der Junge. Hier bleiben wir. Der ist halt viel zu fett. So, jetzt denkt er. Oh, Gott, der ist aber hier. Fahr, Zombie, fahr! Nein! Wender Cooper hat mich erwischt. Nicht Wender Cooper. Ah, Mann, ey. Oh, jetzt will der Wender Cooper Maudado auch noch haben. Ja, der kriegt mich auch. Oh nein, ich weiß schon, wenn ich mir gleich mein Fahrzeug hole, dann ist Wender Cooper einer der Ersten. Vielleicht verfolgt er mich, ich locke ihn einfach ganz weit weg. Ja, genau. Sehr gut. Ihr müsst euch opfern, damit der mir nicht auf den Sack gehen kann. Ich finde es auch gut, dass wir praktisch dazu gezwungen wurden, in diese Lobby reinzugehen, weil wir ansonsten nicht spielen können. Ja, wir durften noch 15 Minuten Spaß haben. Oh, der Ignus ist da! Ja, yeah, wenn der Cooper verfolgt mich. Ich glaub, okay, sehr gut, sehr gut. Hier ist jetzt jemand anders. Okay, bitte schieß mich nicht. Ich will doch einfach nur ein bisschen GTA spielen. Da ist mein Auto. Er guckt mich an. Damn, boy. Alter. Oh ja, möchte ich gerne beitreten. Der wird richtig geil getuned. Der ist lecker Schmecker. Ja, Panzerung 100. Motor, Geilo, Auspuff. Okay, ich zieh schon mal Schuhe und alles Junge. An. Der Hochleistungsauspuff. Motorhaube, Hube, braucht niemand. Lichter, Design. Ne, Design lasse ich so, der sieht doch geil aus. Oh ne, aber der hat auch so Streifen. Oh ja. Ja, okay. Vipergrün. Das könnte gut aussehen. Lüftungsschlitz? Ne, den fand ich so gut, da kann man reingucken. Lackierung brauche ich auch nichts Neues. Ja, Spoiler. Oh ja. Guck mal, Maudado, ein Zuschauer ist hier. Ein Zuschauer? Ein Zuschauer, ja. Er steht hier und zeigt auf uns. Maudado ignoriert ihn einfach eiskalt. Ja, aber Maudado... Richtig unhöflich. Antwortet nicht mal. Ja, ich wollte gerade sagen, Maudado hat gerade... Der hat die Chance genutzt und er hat wahrscheinlich gerade irgendwie so seine Jacke angezogen. Und gleich kommt noch, ich bin jetzt weg. Ja, Maudado muss... Oh, aber du musst dir noch mein Auto angucken, Zombie. Ja, mach ich. Ich komme jetzt auch raus. Da, guck mal, da ist mein Auto. Jo! Ja, der ist cool, ne? Ja, und das ist der Zuschauer, der hat gesagt, oh mein Gott, Palut, ne? Oh, hab ich gar nicht mitbekommen. Bin ich jetzt im Video? Ja, du bist im Video. Ja, der freut sich. Ja, das ist echt cool. So. Warte. Glaubst du, er freut sich, wenn ich ihn überfahre? Ja, überfahren. Oh, der wird so happy sein. Ja. Glaubst du, er schießt uns jetzt? Der wird seine Beine nie wieder waschen.
guck mal, darüber fahren wir auch. Yo, ja. Palette. Oh, ja, guck mal, hast du mein neues Auto, ne? Seh's. Ist nicht schlecht. Orange-grün. Ja. Das Muster gefällt mir eigentlich echt. Ist eine Gewalt. Ja, ich weiß, aber so bin ich halt. Dafür kriegst du ein paar Flares in die Luft. Mautado, könntest du, also, wenn du ein super bestester Superfreund bist, dann machst du dir deine neue Frisur, wenn du, und machst so Strähnchen. Orange und grün. Orange und grün? Ja, weil... Boah, kann man nicht hellblau und rosa machen? Nein, orange ist für mich, steht für Paletto und grün steht für Zombie. Also, warum steht grün für Zombie? Weil ich in GTA gerade grün bin. Ja! Das hat geheim. Ja, neben lila. Ich habe meine Haare noch nie gefärbt, aber ich hätte tatsächlich Bock drauf, muss ich sagen. Okay, aber dann orange, lila und blau. Okay, ich habe auch einen Termin nur fürs Haare schneiden gemacht. Er hat extra gefragt. Kai ist beim nächsten Termin. Mal schauen. Okay. Okay, Leute. Dann tschüssi. Tschüss, Mautado. Viel Spaß. Danke, danke. Da ist er weg. Offline. Glaubst du, Mautado ist so jemand, der den PC dann auch ausmacht? Der Junge hat seine Switch für 3 Jahre am Stück angelassen. Ich glaube, der weiß das Konzept von ausmachen, kennt er aber nicht, der Junge. Ja, aber er hat auch jetzt alles ausgemacht. Er hat GTA geliebt. Ja, alter 4K-ner. Ah ja, das stimmt. Ja, stimmt, das gibt's bei der Switch nicht. Ich bin mir nicht sicher, wie schnell der Wagen ist. Warum haben wir irgendeine Mission? Achso, das haben wir wieder so ein Lobby. Wir müssen irgendwelche Leute beschützen. Da hab ich gar keinen Bock. Er wirkt echt schnell. Ist schon gut. Kurven hat ein bisschen Probleme mit bei der Geschwindigkeit, aber das liegt vielleicht auch teilweise am Fahrer. Also ich kenne niemanden, der besser in GTA-Autos fährt als du. Oh, danke, Zombie. Du bist ein echter Freund. Das merkt man auch daran. Guck mal, die anderen beiden sind nicht da. Aber wer ist da? Zombie ist einfach immer da. Zombie ist der Allerbeste. Jo, was geht bei der Achterbahn ab? Guck mal, siehst du, wie das leuchtet? Ach, stimmt. War das schon immer so? Ich weiß es nicht. Es ist ultra. Wow, voll die Party. Richtig fette Party. Aber wir werden verfolgt. Von wem? Von dem. Ja. Oh, okay. Das der eine. Okay. Oh, was ist gerade im Chat? Ja, das kann ich euch nicht zeigen. Nee, okay. Das ist alles zensiert. Also, ja, das ist wirklich. Die also, haben ganz böse Sachen. Ich möchte das nur kurz umschreiben, was einer schreibt. Er. Deine übergewichtige Mutter. Das hat der eine geschrieben. Warum? Was ist da los mit den Leuten? Keine Ahnung. Aufmerksamkeitsprobleme. Das glaube ich auch. So, Leute, das war's mit einer kleinen Folge von GTA. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da. Vergesst nicht, bei Zombie und Mautado vorbeizuschauen. Beide sind ganz oben verlinkt. Und dann habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.